Hallöchen und herzlich willkommen hier bei Charity Gamer TV. Hier ist wieder euer LK John Myers und hier geht es weiter mit Life is Feudal Forest Village. Ja, beim letzten Mal habe ich gesagt, wir müssen anfangen hier mal mehr Bäume zu schlagen. Da übernehmen wir jetzt den hier mal und hauen mal alles, was es so in der Nähe gibt, an Bäume um, weil wir brauchen unbedingt Holz. Holz, 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 Holz. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip, dass die das umbauen. Ich glaube, immer das Näherste. Oh, da vorne ist ein Bär. Aber soviel ich weiß, sind die Tiere noch nicht aggro. Die greifen noch nicht an. So. So, komm, fall um. Na? So, wie viel waren das? 8. Oder? Ja, 8. 8 Stück. Ah, das sind solche Falls den Weg anbauen, die haben sie jetzt schon ein bisschen rausgelegt. So, was baut die da? Ach, die baut die nächste Hütte. Nein, die baut die Hütte jetzt aus, genau. Hier kommt er dann die nächste hin. Machen wir das gleich mal weg hier, dass die da dann Platz hat. Ja, da war ja gar nichts. Ja. Krass. Aber die Bäume wachsen immer wieder nach, so wie das ausschaut. Oh, ein Wolf. Mal schauen, ob der wirklich nicht aggro ist. Nee, der tut nichts. Also. Tier töten. Also Tier töten. Weiß nicht, ob ich das machen sollte. Lassen wir jetzt erstmal. Was ist denn hier? Ah, da sind Früchte dran, okay. Da ist ein Baum, den hauen wir weg. Ich finde das voll cool, dass man das selber mitarbeiten kann. Während der Zeit, wo die anderen das Zeug aufbauen, was man denen beauftragt, können wir dann Ressourcen sammeln. So, das war nicht viel. 4 Stück. Naja, und es wird schon wieder ein... Ah, da wächst der Busch. Krass, Mann. Brauchen wir auf alle Fälle eine Jagdhütte auch noch und einen Jäger, damit der uns die Tiere fernhält. Schauen, wo steht denn hier ein Baum? Hier haben wir noch einen. Da ist ein Riesenbär da drüben. Boah. Ganz schön groß. Es ist schade, dass wir so schnell wie möglich eine Schule bauen. Ja. Großer Baum.
Leute ein und ab. Da hat er aber viel. Wir haben jetzt 12 Stämme. Das ist cool. Was macht der jetzt? Aha. Ach, der hat Wasser vom Brunnen geholt und hat jetzt die Pflanzen gegossen. Das ist natürlich. Oh, schaut euch das an. Holz ist weg. Eieiei. Ah, da müssen wir jetzt gucken. Weil je mehr Leute das ja jetzt hier die Häuser machen und die Felder pflügen und so weiter. Ui, 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 ui. Dann machen wir dich mal weg. Tier töten. Oh, das geht ja schnell. Okay. Was haben wir da dann? Entschuldigung. Was haben wir da jetzt? Das ist Felle. Ah. Kann Felle jetzt hinten oder vorne rein? Schauen wir mal. Da töten wir mal die ganzen Tiere, weil Felle brauchen wir später ja auch für die ganzen. Aha, da geht es nicht rein, also müssen wir vorne rein. Für die ganzen Kleidungen und anderen Sachen, was man noch so alles herstellen kann. So, jetzt kann man die hier rein schmeißen, oder? Ah ja, da liegen sie ja schon. Genau, da kommen sie hin, gut. So, wo ist das nächste Tier? Wow, Riesenbär. Das geht noch relativ schnell. Wer weiß, wie lange noch. Nein, Ressourcen aufnehmen, genau. 4 Fälle. Sonst irgendwo ein großes wildes Tier rumfahren? Nö. Gut. Klopfen mal das nächste Zeugsel ab. Na, jetzt ab. Und dann müssen wir den wieder in Ruhe lassen, weil der nämlich relativ Hunger hat. Ich weiß ja nicht, wie lange das die wirklich aktiv arbeiten können. Oder ich weiß ja nicht, ich habe nicht rausgefunden, wie man mit denen essen kann. Ach, das waren nur 2 Steine. Naja. Ah, da das nächste. Die nächste Hütte wird gebaut. Das ist auch cool. Die Maussteuerung ist ab und zu noch ein bisschen, ja, wenn man da zu schnell, dann ist man irgendwo. Also da muss man mal gucken, ob ich das noch irgendwie einstellen kann. So, jetzt hauen wir den Riesenbaum da um. So, schauen wir mal. Wird jetzt ein bisschen dauern. Ja, 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 ja. Wir haben dann zweimal gehen müssen. Huh. Ja? Oh, Regen. Regen.
Tüte jetzt umschlagen. Macht ihr nichts, solange genug Holz rauskommt. Wie viel haben wir? 13 und es liegt da noch was. Cool. Also das heißt, ich darf dann zweimal laufen. Ah, die Hütte steht auch schon. Schön, sehr schön. So kriegen wir unser kleines Städtchen zusammen. Als nächstes werden wir schauen, Schule. Wo wir die Schule hinbauen, was wir da alles brauchen. Da brauchen wir bestimmt jede Menge Ressourcen. So. Also es wird halt immer gesagt oder geschrieben, man soll so schnell wie möglich eine Schule bauen, damit die Kiddies das Zeug schneller lernen. Und dann werden wir das auch versuchen. So, wo ist jetzt der Baum gewesen? Da hinten irgendwo. Da liegt's. Eins. Oh, es waren genau. Waren doch nicht so viele. Waren nur 14 so Brocken. Naja. Das wird gar nichts. So, der kümmert sich um seine Pflanzen und seine Kartoffeln. Dann lassen wir den jetzt mal in Ruhe. Dann schauen wir jetzt mal, wie das ist mit der Schule. So, da müssen wir unten in Umzäunung, brauchen wir noch nicht, Gemeindebauten. Das ist die Schule. 200 Steine, 390 Holzer. Was ist denn das? Das ist da in der Mitte. Mal schnell kurz gucken. Halt. Wo ist meine Anzeige? Meine Anzeige ist weg. Meine Anzeige von... da haben wir's. Lehm. Okay, wir brauchen Lehm. Lehm, da müssen wir natürlich erstmal eine Lehmgrube finden. Müssen wir nochmal schauen, ob wir irgendwo Gras haben zum Abreißen. Das brauchen wir nämlich auch noch jede Menge. Heu sammeln, genau. Mal schauen, ob da was ist. Ne, da ist gar nichts mehr am Heu. Ne. Dann machen wir jetzt folgendes. Dann sollen sie jetzt mal Holz in erster Linie sammeln. Holz sammeln, genau. Alles, was mit Holz ist. So, bis hier rüber. Da haben wir 584, finden sie da. Okay. Alle Ressourcen kommen dort immer gar nicht lange rum. Wir brauchen ja eh alles. So. Gut. Lehm haben wir noch nicht gefunden. Wir brauchen. Mit Lehm ist, glaube ich. Jetzt pass auf. Landschaftsbau, da kann man dann Brücken bauen und so weiter. Steigung erstellen. Grundfläche absenken, okay. Lagerhaus. Karawanenstall brauchen wir auch noch nicht. Holzhackplatz, den haben wir. Steinbruch. Bergwerk. Lehmmine. Ah, hier ist ja Lehm. Da wo grün ist, ist Lehm. Hier kannst du nicht bauen. Okay, warum kann ich hier nicht bauen? Da sind wir im Wasser. Da ist genug Lehm. 3900 Lehm ist da. Sollten wir jetzt, glaube ich, hier erstmal hinbauen. Dann haben wir das relativ zentral.
Was? Ach, da habe ich schon. Gut, okay, da pass mal auf. So, 340 Holz brauchen wir da. Und was ist das hier? Baufortschritt 36. Oh Gott. 36 Baufortschritte sind es. Und wir brauchen jede Menge Holz. Also das heißt, du musst jetzt schauen, dass da Holz rankommt. Mit welcher Liste mache ich jetzt gleich wieder das Inventar auf? Allgemeine Informationen. Dorfinformationen, genau. So, jetzt haben wir Holz 7. Eieiei, das wird echt noch viel. Viel zu tun, viel zu tun. Aber den brauchen wir für die Schule. Es wird jetzt nicht so schnell. Also mehr Baufortschritte, mehr Bauaufträge geben wir jetzt nicht, dass die das Holz jetzt erstmal nur für den Ding hier verwenden. Wo treiben sich denn alle rum? Das ist mit dem hier. Komm. Muss mal Holz suchen gehen. Packen wir mal alles um, was wir so finden. Und wir sind eh schon wieder gleich am Ende von der Folge. Packen wir den Baum noch um. Den. Das ist natürlich die Frage, kann ich jetzt die Ressource gleich dahin bringen, dass die gezählt wird? Ich denke schon. Schauen wir jetzt einfach mal. So, Ressource ablegen. So, die liegt jetzt da dabei. Genau. Machen wir mal das Heu weg. Ja, und dann beende ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.